Meine ich Kraken. Fühler? Wie heißen die Dinger denn? Fühler? Fäden? Einfach Fäden. Ja, Hauptsache an der Blume. So, der Level müsste ja gleich vorbei sein, ne? Ja, denkst du. Ja, aber die Level sind doch alle relativ kurz. Ja, denkst du. Ja, denk ich. Sagte derjenige, der gerade nicht spielt. Oh nee, nicht mal so eine blöde Blume. Meg, hasse diese Blume. Und jetzt hier freck mal das. Los, ich sag doch, es ist fast vorbei. Ich hasse diese Blume, Mama. So, nie wieder Wasserwelt, Mama. Weißt du jetzt ganz genau, warum ich diese Autoscroll-Level-Wasserwelten hasse? Ich ahne Schlimmes, ja. Hm. Wir sind doch schon in der vierten Welt. Also vierte Level-Welt. Wieso? Fünfte kommt jetzt. Also siebte Welt und fünftes Level. Ja. Was ist das eigentlich? Eine Blume? Oh. Hat du, ne? Und du? Mit Anlauf. Anlauf drüber, Schatz. Jetzt! Go for it! Yes! Boah! Bisschen unfair. Jetzt! Zieh durch, Junge! Oh Gott, oh Gott. Ah, ich muss mal was warten. Warum kommt die böse Blume eigentlich nicht raus? Na, wenn du daneben stehst, beziehungsweise drauf, dann kommen die einfach nicht raus. Ditto. Oh! Erschreck mich doch nicht so. Geh rein. Du kleines Marderschwein. Oh ja. Oh. Ah, gut gemacht. Gut gemacht. Gut pariert. Gut gemacht. So, aller Hancock. In der Mitte, Mann. In der Mitte. Das ist doch eindeutig. Da war eine einzige grüne Röhre. Das alles für einen Powerhandschuh. Ist das wirklich ein Handschuh? Ne, das ist doch hier der Flug. Der ja, Bauch, aber ich dachte immer, das ist ein Flügel mit einem P drauf. Nein. Keine Ahnung, guck im Spielberater. Du hast doch zwei. Ja, einen komplett kaputten. Ah, das muss ich ja noch dazu erzählen. Wir kamen ja auf die coole Idee, damit der sich nicht so dolle abnutzt, machen wir den mal komplett auseinander und packen jede einzelne Seite in eine Klarsichtfolie rein. Oh, okay. Das war lustig. Und dann irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, klebt man ihn doch wieder zusammen. Ah, okay. Okay. Und deshalb sieht er ein wenig... kaputt aus? Könnte man so nennen. Ich habe Angst vor dieser Welt. Defekt. Die sieht so ruhig aus, weißt du? Ja, diese unschuldigen Welten sind die schlimmsten. Boah, du alter Lacker. Ja, was heißt der Lacker? Das ist Skill. Ich wäre jetzt da oben nochmal drauf gesprungen. Niemals! Ja, und dann wundern wir, warum du laufend abschmerzt. Hä, hey, das hätte ich geschafft, scheiße. Mario, du kleine Sau! Nein! Verbrennt sich den kleinen Hintern. Und nochmal. Ach, no problem. Jetzt weiß ich ja, dass hier keine Gegner drin sind. Haben wir noch 18 Leben. Irgendwann findest du doch da noch einen Powerhandschuh, dann kannst du da in diesem 18er Raum die ganzen Münzen bekommen. Also. Du hast gerade einen gefunden. Nein, ich meine nicht einen Powerhandschuh, sorry, sondern einen Powerbutton hier, damit die Steine zu Münzen werden. Okay. Smash-Button. Machst du nochmal so? Was ist denn da dabei? Du bist ja total aggro, riskant, veranlagt. Nee, ich glaube, da kommst du raus, wenn du falsch gehst. Scheiße. wenn man dabei bedenkt, dass du da gerade hin wolltest und dann abgespürt bist, ist es doppelt ärgerlich. Ey, danke, dass du mich daran erinnerst, nicht? Lass mal erwähnen. Hä? Muss nach links, das sind mehrere Türen. Wenn du dann irgendwas drückst da, dann wird das da auch alles aktiv, was du hier gerade siehst. Mhm. Und dann geh mal zurück in den mittleren, da wo du hergekommen bist, in den mittleren Raum, da die Tür, genau. Ja. Genau. Und dann geh mal nach links und dann fang mal an, da von unten die Steinchen kaputt zu machen. Dann müsste dann irgendwann eigentlich so ein komischer Button kommen. Komm, mach's. Tu es! Tu doch mal die erste Reihe da. Da. So, der wird jetzt nicht zu Münzen, der wird jetzt hier aktiv für. Oh. Ah, guck, da oben war doch Münzen. Eine Tür, meine ich. Okay. Ah, eine Tür, die geht weg, wenn du nicht. Ach ne, doch nicht. Das war keine blaue Tür. Oh, nochmal. Da kannst du ja voll die Leben cheaten hier. Ne? Ich glaube, du musst in die Tür, die da gerade links dann erschienen ist. Nee, die auf den zwei normalen Steinen da gerade erschienen ist, als auf den Powerbutton gegangen ist. Das ist jetzt nochmal da.
Ah, verdammte. Oh. Nur zwei rein, genau. Oh, ist das ein Mist hier. Jetzt bin ich bestimmt falsch gelaufen. Ist es nicht toll? Ja, es sind nur 90 Sekunden. Das wird spannend. Das wird spannend. So, jetzt nochmal richtig, ja, ja. Er hat eigentlich dieses Zeitlimit bei Mario eingeführt. Na, der Arcade-Modus sozusagen. Achso. Ja, zum Leichten. Ja. Na, Danny! Es fehlt ja gerade noch, jetzt wurden nur 70 Sekunden was. Ja. Teddybärenanzug! Bieber! Yeah! So. Gab's eine total. Was muss ich jetzt machen? Hä? Ich dachte, das ist beim Ende. Das ist bestimmt der ganze Crap hier aktiv, ey. Vielleicht erstmal ungemein beruhigen, wenn du mal so langsam findest. Also Powerbutton, Tür nach links oder was? Stimmt, oder? Nein, dann. Also. Ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Das werden wir gleich rausfinden. Und 30 Sekunden spätestens auch. Ja. Ich glaube, du musst den Power-Button holen, dann musst du in die untere Tür reingehen, nach ganz links dann. Ja. Was, wenn du den Power-Button hast? Vielleicht schaffst du es ja in den 18 Sekunden. Optimist, ja. Gerade ein bisschen Endgegner noch besiegt. So, jetzt gucke mal. Runterfallen, Tür rein, nach links. Noch nicht. Hä? Aha. Müssen wir da vielleicht rein? Könnte sein. Time up. Das probiere ich jetzt nochmal aus. Also das will ich jetzt nochmal wissen. Musst du ja, wir müssen ja da durch. Absolut. Ja, okay. Jetzt wo du es das so sagst, nicht? Ganz noch nicht. Oh, Kackmist, ja. Okay, Leute, man muss das hier so spielen, guckt. Okay, doch so in- und auswendig können wir die Fälle später doch nicht mehr. Dito. Also einige Passagen sind dann doch schon teilweise so, dass man sie auswendig kann. Oder dass man ganz genau weiß, wann was kommt, ja. Das ist. Definitiv. Aber. Auch irgendwie nicht schlecht. So, jetzt habe ich ja den Typen von. Boingi boing. 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 So. Boing, 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 boing. Da rein. Dann da runter. Genau. Teddybärenanzug holen. Shane. Teddybärenanzug fetzt. Ist das nicht dieser Anzug, den Mario wiederbekommen hat, wo sich dann irgend so eine Tierschutzorganisation so drüber aufgeregt hat? Als er den wiederbekommen hat später? Was für mich? Ich hab doch mit Tierschutzorganisationen einen Stammhut. Warum nicht? Ja, sie sind alle irgendwie verrückt. So, aber jetzt hier mal. Na, das sind die Röhrhätze oder so gekonnt. Da oben. Na ja, schauen wir. Ja, ich will das so machen. Okay. Du gewinnen. Stimmt ungefähr hier? Würde ich sagen. Oder nicht? Irgendwie da drüben. Da war sie. Da guckte sie gerade hervor. Wo? Nein! Das üben wir nochmal. Das ist bestimmt auch ein Trainingsraum zum Fliegen. Zum Spielen. So, guck, da kann man wirklich rein. Ah, guck. Und jetzt böse Schildkröte töten. Oh ja, du bist so schlimm. Oh ja. Und nochmal. Oh mein Gott. Boah, war das ein Boar! Das war echt heilend. So. Mhm. Wir legen jetzt noch ein kurzes Päuschen ein. Oh, guck mal, der Karten. Oh, unbedingt. So wie. Boah.
Wir legen jetzt noch ein kurzes Päuschen ein und sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Bis gleich. Oh, bis gleich. Oh, Entschuldigung. Bis gleich. So. Level 6, Welt 7. Bin gespannt. Erstmal willkommen zurück. Ja, wir sind wieder da. Ah, Donutwelten. Oh, ich liebe sie. Ah, seid ihr doof. Das von der Musik erinnert mich so ein bisschen. Ah, verdammte Axt. Ah! An Super Street Fighter 2 im PAL-Modus. Na, hat der Dog-Doken. Weil es so super langsam ist. Ja. Du musst doch das Ding und dann die Röhre da. So, das den Pfeil, der da nach links geht. Ah, okay, ja, jetzt ich ralle es. Was war das jetzt? Jetzt bin ich weggegangen. Stirb, du Biest! Okay, nochmal. Another try. Jetzt. Strange. Vielleicht bin ich auszusehen, habe ich mich entduckt. Kann sein. Wahnsinn. Oh, wat? Blödsinn? Nein! Ich bin blöd. Nochmal, weil es so schön war. Ja, das war toll. Und du? Geh da rein, Mann! Das wäre beinahe wär's passiert. Oh nein, ey! Drück nach oben, drück nach oben! Ja, der Level ist sehr schön. Er ist total abwechslungsreich. Gerade so mega cool designt. Definitiv. Okay, wir packen das noch. Wir schaffen das. So, aber jetzt richtig. Nicht nach unten drücken, sondern zur Seite. Ha. So. So, die Ecke springen vielleicht. Hä? Ich glaube, wenn du da auf dem Ding bist, musst du so links um die Ecke springen. Ah, so. Das ist doch blöd. Gut, da über Speed, ne? Mhm. Spart Energie. Ach, Mann. Schön mittig. Total verwirrend. Ah, okay. Oder. Total konzentriert. Ah, jetzt ist die Musik auch schneller, merkst du es, ja? Ist mir egal. Ich will den Level jetzt schaffen. Ja, sieht doch gut aus. Sehr gut, nice one. Anstrengend. So. Möchtest du noch wieder mal eine Runde? Oder? Ach ja, doch. Warum nicht? Gerne, sehr gerne. So. Wir holen das hier nochmal. Immer zu, vergiss nicht, du hast noch 300 Sekunden Zeit, die nicht runterlaufen. Irgendwann. Hast du wohl? Das heißt, es sind ja gar keine richtigen 300 Sekunden, es sind ja 300 Zeiteinheiten. Stimmt, genau. So. Na, versuch mal exakt eine Sekunde zu treffen, ja? Wenn du nicht